James Newton Howard mit seiner Single The Hanging Tree. Kommen wir jetzt zu der fest etablierten Reihe hier bei Frings on Air, dem App-Check. Vor einiger Zeit berichtete unser App-Experte Clemens über eine Applikation, mit der man durch Tutorials Geld verdienen konnte. Soweit, so gut. Nun hat unser Experte Clemens etwas Neues für diejenigen, die sich in ihrer Freizeit den ein oder anderen Groschen dazu verdienen möchten, die App StreetSpotter. Was man sich darunter vorstellen kann, hört selbst. Heute habe ich die kostenlose Anwendung StreetSpotter für euch im Test. Das Herstellerversprechen klingt erstmal nach einer utopischen Idee. Die App verspricht nämlich, dass man mit ihr in der Freizeit durch kleine Aufgaben bares Geld verdienen kann und dazu braucht man nur sein Smartphone und ein wenig Zeit. Das Ganze läuft über sogenannte Mikrojobs, die man in der App finden und ausführen kann. Das können zum Beispiel kleine Aufgaben sein, wie ein Preisschild zu fotografieren oder eine Pizza zu verspeisen und den Geschmack zu bewerten. Wenn man die App startet, sieht man erstmal drei Optionen. Überall machbar, in der Nähe und melde etwas. Wenn man auf in der Nähe klickt, sieht man zunächst eine Kartenansicht und seinen aktuellen Standort. Um den jeweiligen Standort befinden sich eine große Auswahl an Aufgaben, die man erledigen kann. Es gibt zwei Arten von Aufgaben, blau hinterlegte und grüne. Die blau hinterlegten Aufgaben sind von Unternehmen und Marktforschungsinstituten inseriert und bringen bares Geld. Die grün markierten Aufgaben stammen hingegen von der Herstellerfirma und bringen Punkte. Mit diesen Punkten wird die Zuverlässigkeit und Qualität des Nutzers eingestuft. Um bestimmte Aufgaben erfüllen zu können, braucht man eine bestimmte Punktzahl. Damit man richtig Geld verdienen kann, braucht man also erstmal genügend Punkte. Bei diesen Aufgaben muss man Sehenswürdigkeiten fotografieren und bekommt dafür dann die wichtigen Punkte. Die blauen Aufgaben bringen hingegen bis zu 15 Euro und dauern meist nur 5 Minuten. Klingt doch nach einem guten Verdienst, oder? Um diese hohen Beträge zu verdienen, muss man aber natürlich massig Punkte haben, denn die Auftraggeber wollen für ihr Geld natürlich auch sicher gehen, dass sie dafür auch gute Aufnahmen kriegen. In unserem Praxistest hat sich die App sehr gut bewährt. Die Bedienung ist einfach und intuitiv und die Durchführung der Aufgaben macht durchaus Spaß. Wenn man also mal wieder in der Stadt ist und Wartezeit überbrücken muss, kann man mit der App auf jeden Fall seine Zeit vertreiben. Ach ja, falls ihr die App jetzt direkt runterladen wolltet, aber sie nicht finden könnt, kann das daran liegen, dass ihr sie einfach falsch geschrieben habt. Denn sie wird nicht geschrieben, wie man es sich denken würde. Street, wie normal Street, aber Spotter wird S-P-O-T-R geschrieben. Die App gibt es kostenlos für Android und iOS und jetzt viel Spaß beim Geldverdienen.